Und es geht hier die CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Herr Kollege Gehring, Ihre Reden waren schon mal frischer, ideenreicher, sie waren mal witziger, sie waren mal besser. Und ich muss Ihnen sagen, zudem war es falsch, was Sie erzählt haben. Schauen Sie auf die Geduldeten, die eben gerade nicht mehr während der Ausbildung abgeschoben werden dürfen. Schauen Sie auf die Programme des BMBFs wie Bildung integriert und viele andere Ansätze, die wir auch in dieser Debatte heute schon gerade mit Blick auf die Flüchtlingspolitik des BMBFs ein ganzes Stück Ihnen heute vorgetragen haben. Auf der anderen Seite lassen Sie mich Ihnen einfach jetzt ein paar Fakten und Tatsachen berichten. Albert Ruprecht hat darauf hingedeutet, seit 2005 hat sich der Forschungs- und Bildungshaushalt von 7,6 auf jetzt 16,4 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Ich denke, das ist ein unwahrscheinlicher Aufwuchs. Alleine in diesem Jahr, also für 2016, wiederum um 7,3% oder umgerechnet in 1,11 Milliarden Euro. Damit ein deutlicher Zuwachs auch im Vergleich zum Gesamthaushalt. Und wenn wir uns die Bruttoinlandsausgaben für F&E ansehen von 2008 bis 2012, haben wir das gar um 56% gesteigert auf 79,1 Milliarden Euro. Dabei trägt die Wirtschaft 2/3 dieser Ausgaben. Und dazu passt es natürlich auch, dass 10 der forschungsstärksten europäischen Unternehmen davon kommen 5 aus Deutschland. 92,4% der internen F&E-Ausgaben werden in der Wirtschaft werden in Westdeutschland eingesetzt. Das ist ein Fakt, der für uns nicht befriedigend ist. Daher legen wir hier auch noch mal beim Programm Innovationsförderung in den neuen Ländern ein ganzes Stückchen nach, haben diesen Haushaltstitel noch einmal auf 149 Millionen erhöht, um eben auch die Innovationskraft und die F&E-Leistung in den neuen Ländern zu stärken. Wir bauen ferner unter Wahrung des eigenständigen Profils von Universitäten und Fachhochschulen den Titel Forschung an Fachhochschulen aus. Es ist angeklungen, von 37 Millionen im Jahr 2011 sind wir nunmehr bei überwältigenden 48 Millionen für die Fachhochschulen. Ich denke, auch ein ganz klares und gutes Zeichen. Auf den Hochschulpakt, Exzellenzinitiative, Pakt für Forschung und Innovation möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Das haben meine Vorredner getan, aber meine Damen und Herren, das sind die Zahlen, die wir vorgetragen haben. Kardinal Marx sagte am Dienstagabend dieser Woche auf dem traditionellen St. Michaelsempfang, wir brauchen ein umfassendes Bild von Wachstum, nicht nur diese nackten Zahlen, Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenzahlen. Und daher blicken wir doch mit diesen Augen auf die Bildungsrepublik Deutschland. Und da lässt sich dieser Haushalt und unsere Politik beschreiben als eine Politik der Chancengerechtigkeit. Weniger Schulabbrecher, viele begleitende Maßnahmen, Rekordniveau von Studierenden, kontinuierliche Stärkung der dualen Ausbildung. Unsere Initiative jetzt vom Meister BAföG sei da noch mal besonders erwähnt. Es ist eine Politik nachhaltiger Bildung. Kein Abschluss ohne Anschluss. Wir ermöglichen ein durchgängiges System, lebenslanges Lernen. Und da gehört, liebe Kollegin von den Grünen, selbstverständlich die Analphabetisierungsinitiative dazu. Es lässt sich beschreiben als eine Politik, die unsere Wissenschaftler motiviert, sie ermutigt, die Wissenschaftler wertschätzt, sie als Motor der Innovation begreift, natürlich auch begleitet von uns durch das Wissenschaftsfreiheitsgesetz. Das spiegelt sich wieder mit den Berichten der Gentagung, dass viele kluge Köpfe der Welt hier in Deutschland als Wissenschaftler bei uns arbeiten möchten. Und das spiegelt sich wieder in der Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, wo wir die Einrichtungen regulieren wollen, die noch als schwarze Schafe mit ihrem wissenschaftlichen Nachwuchs nicht so umgehen, wie wir uns das vorstellen. Sie sehen, in der Bildungsrepublik Deutschland stimmen nicht nur die Zahlen, sondern auch der damit verbundene Geist. Meine Damen und Herren, trotz dieser positiven Tatsachen, dem höchsten Engagement des Bundes in diesem Tätigkeitsfeld, fragte mich eine Schülerin gestern bei einer Besuchergruppe, warum kommt so wenig in ihrer Schule vor Ort davon an? Es fragte mich ein Student meiner thüringischen Heimatuniversität, der TU Ilmenau, werden dort Stellen gegenwärtig in massiver Form gestrichen? Meine Damen und Herren, was ist da los? Warum kommt das Geld nicht vor Ort an? Und dafür gibt es einen einzigen Grund, dass manche Bundesländer durch ihre Landespolitik, durch ihre Landeshaushalte diese Schwerpunktsetzung des Bundes torpedieren.
Und lieber Herr Heil, da braucht es nicht irgendwelche Ausführungen zum Kooperationsverbot. Ich freue mich auch, dass die Bundesratsbank heute relativ für ihre Verhältnisse gut gefüllt ist. Manche Bundesländer nutzen das großartige Engagement des Bundes, um ihre eigenen Mittel zurückzufahren, wo sie es eigentlich weiterhin einsetzen müssten. Manche Bundesländer nehmen ihren Verfassungsauftrag nicht ernst und finanzieren trotz primärer Zuständigkeit ihre Bildungseinrichtungen unzureichend. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können da in Berlin noch so viel drauflegen, auch an Aufwüchsen vollziehen. Wir brauchen es, dass die Bundesländer mitziehen. Nur so können unsere Impulse auch in den einzelnen Bundesländern wirken. Nur so können bei Studentinnen und Studenten, bei den Schülern diese Impulse, diese positiven Effekte auch ankommen. Und ich kann den Bundesländern nur sagen, die so eine Politik betreiben, sie verspielen damit Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit. Sie betreiben da eine falsche Haushaltspolitik. Und meine Damen und Herren, als wir vor circa einem Jahr über den Haushalt 2015 gesprochen haben, da kämpfte in Thüringen die Partei Die Linke mit dem Slogan „Wir machen alles besser“ in der Landtagswahl. Wir wissen, dass im Freistaat Thüringen dann die erste rot-rot-grüne Koalition entstanden ist unter der Führung eines kommunistischen Ministerpräsidenten, der mit seinen Menschen oder der mit seinen Genossen den Menschen versprochen hat, wir machen alles besser. Und wenn ich die Reden der Linken heute hier im Plenum höre, ist das genau der gleiche Tenor. Nun schauen wir doch mal auf die Bildungs- und Hochschulpolitik in Thüringen, wo die Linke Verantwortung trägt. Thüringen war berühmt für seine gute MINT-Ausbildung in den Schulen, für Jugendforscht, für außerschulisches Bildungsengagement. Der Bund unterstützt dies mit vielen Projekten, obwohl er keine Zuständigkeit in dem Bereich hat. Flächendeckend engagieren wir uns beim Haus der kleinen Forscher. Wieder hier ein Ansatz, 9 Millionen Euro allein wieder in diesem Haushaltsjahr. Und meine Damen und Herren, Thüringen hat in diesem Haushalt, auch im letzten Haushalt, wo Sie regiert haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, keinen einzigen Euro für außerschulische Bildung eingestellt, obwohl es sehr viele lokale Initiativen gibt, die auf eine Unterstützung des Landes warten. Und das Land ist hier ausdrücklich zuständig. Kein müder Euro der Linken dafür. Es wird nichts besser, es wird vieles schlechter. In meinem Wahlkreis wird höchstwahrscheinlich die Computerschule in Arnstadt geschlossen. Die Ministerin der Linken hatte vor Schuljahresbeginn noch nicht einmal Zeit, sich mit dieser Initiative, mit den Verantwortlichen vor Ort zu treffen. Das finde ich äußerst bitter. Das ist linke Bildungspolitik. Das müssen Sie jetzt ertragen. Sie stehen da in Verantwortung. Heute lese ich in der Zeitung, ein ganzes Schuljahr können Thüringer Schüler keine Klassenfahrten machen, weil die neue Landesregierung auch diesen Titel zusammengestrichen hat. Das finde ich bemerkenswert. Sich dann hier über das Deutschlandstipendium aufzuregen, wo 1% der Leute profitieren, das ist einfach unredlich. Meine Damen und Herren, die Linke hat 1000 neue Lehrer versprochen. Nichts ist passiert. Unterrichtsausfall, ganze Fächer fallen aus. Über die Lehramtswerte will ich gar nicht sprechen. Sie beklagen hier, dass die Lehrerausbildung nicht klappt. Schauen Sie da nach Thüringen, da läuft überhaupt nichts. Sie haben nicht eines Ihrer Wahlversprechen wahrgemacht. Ich bin gespannt, ob Sie dem Beispiel Bayerns folgen und jetzt Willkommensklassen einrichten. Das wäre ein richtiger Beitrag, den die Landesregierung mit Blick auf die Flüchtlinge leisten könnte. Wir blicken Kollege auf die Schipanski, Hochschulen. Nein, ich wenn lasse Sie mal, keine Zwischenfrage Sie keine zu. Wir Zwischenfrage machen das zu. Am Ende. Ist gut. Wir machen das am Ende. Wir blicken auf am die Ende Hochschulen, machen wir meine gar Damen nichts. Und Herren. Wir haben die Länder in Milliardenhöhe durch eine BAföG-Reform entlastet. Die frei werdenden Mittel sollten an den Hochschulen eingesetzt werden. In Thüringen 2015 kein einziger Euro an die Hochschulen. Kein einziger Euro aus diesen BAföG-Mitteln. Skandalös ist das. Meine Heimatuniversität in Ilmenau muss ein Drittel ihrer Lehrstühle, nochmal, nicht ein Drittel der Lehrstühle aus Finanznot streichen, weil der Freistaat hier nicht ausreichend finanziert. Die renommierte Universität in Jena geht es besser. Das ist die Wahrheit von linker Hochschulpolitik, die Sie im Land vertreten und was Sie hier für den Bund wollen. Das ist Schall und Rauch, was Sie heute hier an Ihren Reden gemacht haben. Sie machen nichts besser, Sie machen vieles schlechter. Meine Damen und Herren, warum sage ich das an dieser Stelle so ausdrücklich? Weil ich froh bin, dass ich mich als Mandatsträger hier im Bundestag frei äußern darf. Anders unter den Genossen Ramelow im linken Thüringen, der am gestrigen Tage den kommunalen Amtsträgern, das sind Bürgermeister und Landräte, in einem Erlass angedroht hat, sie disziplinarrechtlich zu verfolgen, wenn sie seine chaotische Flüchtlingspolitik im Freistaat öffentlich
kritisieren. Ein Maulkorb-Erlass und das im 25. Jahr der deutschen Einheit. Schämen Sie sich, schämen Sie sich. Das ist skandalös und wir werden uns von solchen SED-Instrumenten nicht einschüchtern lassen, weder Amtsträger noch Mandatsträger. Wir werden auch weiterhin die Tatsachen der Genossen benennen. Meine Damen und Herren, ich fordere die Bundesländer auf, durch ihre Haushalte die aktive Politik der Bundesregierung und des Parlaments für Bildung und Forschung weiter zu unterstützen. Wir setzen die richtigen Schwerpunkte, gerade auch mit Blick auf die Digitalisierungspolitik. Thema Nummer eins gestern bei der Rede unserer Kanzlerin. Es ist ein Haushalt der Ermutigung. Wir haben klare Zuständigkeiten und ich freue mich auf die Beratungen dieses Haushaltes. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Marie.